eins höher und dann kann man dann ein Dach drüber schustern. Hätten wir das hier auch soweit. Also ein bisschen Kurbel werden wir hier definitiv noch brauchen. Was? So ein bisschen Kurbel werde ich hier definitiv noch brauchen. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Moment, nee, das war falsche Höhe. Scheiße. Vielleicht. Ich möchte noch eins in die Höhe. Immer zum ungünstigsten Zeitpunkt mit diesem fucking Regen, ja. Ich merke schon, ich werde langsam unvorsichtiger. Da weiter hier. Mal kurz E-Mail schicken mal wieder. Gut, die Videos laden weiter hoch, das ist schon mal gut. Brauche ich mich da auch schon mal nicht mit kümmern. Wo ich mich drum kümmern muss, ist vielleicht eine Spitzhacke, eine neue machen. Genau, eine Spitzhacke. Wo renne ich denn hin? Mr. Spitzhackus. So. Jetzt gehen wir noch ein paar Kobbel kloppen. Ah, eine krabbelnde Nase. Zweimal 64 dürfen, glaube ich, reichen. Für das letzte Stück Gebäude, was uns da noch fehlt. Dann noch eine Tür rein. Nee, wir brauchen mehr wie 64. Ich muss hier noch den Boden ausstatten. Machst du? Immer noch das Gebäude, den Klotz da. Damit das erstmal safe ist. Komm da mal mit hinter, wenn du wieder vorne bist, gehe ich mal mit dir zusammen hinter. Das kann dauern hier. Da hast du recht. Das kann dauern. Toll, mittlerweile sind da alle Bäume wieder gewachsen. Wieder an.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Cobblestones, wie viel ich da hab. So, jetzt rase ich mal schnell nach hinten. Warte, ich komm mit. So, Mr. Betonklotz. Auf zur letzten großen Schlacht hier. Cool. Ja, schön. Ist das wenigstens sicher? Da kann wenigstens kein Viehzeug raus. Deswegen, genau. Optimal. So, jetzt hier noch. Okay, renne ich wieder vor. Okay. Eigentlich müsste man dann langsam mal solche kleinen Etagen anfangen, ey. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe schon überlegt, die Monsterfalle auch eine Etage hochzusetzen, weil verschiedentlich die Items durch diesen Einerboden fallen, weißt du? Und das nervt halt ziemlich ab, wenn du da verschiedene Sachen gerade aufheben willst und die fallen dir auf einmal da durch den Boden. Ist schon ätzend. Ja. Hier noch nur noch eine Tür rein. Den Boden müssen wir noch ausheben. Natürlich überall Fackeln. Ganz wichtig, ganz viele Fackeln rein. Oh, das war schon ein Kobbel. Hä, ich hab gedacht, ich hätte mehr dabei. Machen wir noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 26 noch. Und noch eine Holztür dann. Dann hätten wir das auch.
schon mal eine Holztür bauen, wo ich gerade schon mal hier bin. Haben wir das schon mal am Mann? Hä? Ich sag gerade, kann ich jetzt schon mal eine Holztür bauen, dann haben wir das hier schon mal am Mann. So, damit ich das gleich nicht vergesse. Jetzt noch 26. Ja, machen wir mal 30 Cobbles. Eins. Ach, brauche ich ja gar nicht 10. Ich sehe es ja unten. So, das waren die 30 Klötze. Ich will die noch unterbringen. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Stroh und ein paar Karotten mit, um die Schafe zu füttern. Und Karotten für die Schweine. Haben wir schon 2 Karotten? Ja, 5 haben wir dann. Sehr gut. So. Komm her, ihr Schafileins. Hier das ganze Erdgrinse wegtun. Klatschen wir hier die Tür gleich rein. Hauen hier noch schnell den Boden raus. Dann sind wir hier soweit auch durch.